Wenn Menschen sich miteinander in ihrer Freizeit vergnügen, dann oft in Form einer Party. Je nach gemeinsamen Interessen eine Grillparty, Geburtstagsparty, Tupperware-Party, Techno-Party. Aber wissen Sie, was eine LAN-Party ist? Wahrscheinlich nicht, wenn Sie älter als, sagen wir, 30 Jahre sind. LAN-Partys sind Treffen, bei denen junge Computerfreaks ihre Geräte zu lokalen Netzwerken zusammenschließen, um mit und gegeneinander zu spielen. Rund um die Uhr, ein ganzes Wochenende lang. Wer von Ihnen beim Bericht von Jörg Brase über eine von Deutschlands größten LAN-Partys den Kopf schüttelt, der möge sich daran erinnern, wir alle waren mal jung und haben auch verrückte Sachen gemacht. Der anonyme Gegner bekommt ein Gesicht und das gleich 800-fach. Das interne Netz verbindet sie hier und die Lust am Cyberspace. Viele trainieren 1 bis 2 Stunden täglich Quake 3 und Counter-Strike, Half-Life und Team Fortress Classic. 1 gegen 1 oder in Teams. Schön billig lässt sich hier kämpfen. Die Fernduelle im Internet treiben die Telefonrechnungen zu Hause in horrende Höhen. Da waren schon so 800 Mark plus. Und was meinten deine Eltern dazu? Ja, das war negativ dann. Also da waren sie nicht so begeistert, sag ich mal. Da musste ich dann schon auch ein bisschen abzahlen, dann auch von meinem Lohn dann. Sie heißen Dr. Mord, Dodger, Beowulf. Und wenn sie sich in ihrer Welt bewegen, dann wird es kryptisch. Gerd, Medic ist im Attic, ne? Also aufpassen. Geh übers Attic rein. Okay, ich gehe jetzt durchs Wasser. Taktische Befehle im virtuellen Überlebenskampf. Die Party ist erst frei ab 18, die Shooter-Spiele stehen auf dem Index wegen gewaltverherrlichender Darstellung. Ständig werden wir deswegen genervt, sagen sie. Die Cybersoldaten fühlen sich missverstanden. Es ist einfach ein Spiel, man bewegt verschiedene Figuren, die verschiedene Fähigkeiten haben, durch ein Feld und misst sich irgendwo mit menschlichen Gegnern. Aber als blutrünstig sehe ich das ganz ehrlich nicht, ich bin ein ganz lieber Kerl. Aggressionen könne man hier eher ab als aufbauen, sagen sie trotzdem. Es ist ein Männerclub. Man muss schon lange suchen, um auch mal eine Amazone zu entdecken. Man hat den Eindruck, Kriegsspielen ist nur was für Jungs. Mädchen machen sowas nicht. Nö, ich würde es nicht als Kriegsspielen bezeichnen, sondern eher als Gemeinschaftsspiel der modernen Art. Und das spielen sie bis zum Exzess. Bestellpizza, Energiedrinks und Dosenbier bis morgens früh. Kurz 3-4 Stunden in den Schlafsack oder direkt am Arbeitsplatz weggenickt. Und weiter geht's. Sie schonen sich nicht. Durchkommen ist alles. Puzzle laufen wir mal zu zweit vor. Und es sind 2 Ziele. Einer überlebt. Minimum. Okay? Zum Abschied wird gesaugt und getoastet. Will sagen, die neuesten Spiele werden untereinander schwarz runtergeladen. Und Preise gibt's auch, doch die sind nicht wichtig. Sie haben Spaß gehabt in ihrer Schattenwelt. Bis bald auf einer der etlichen LAN-Partys am nächsten Wochenende.